Der SV Werder Bremen am Kar-Samstag zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Wir gehen rein in die 21. Minute. Ecke Duksch und die hat's in sich. Niklas Füllkrug und Robin Zentner mit einer spektakulären Parade. Dazwischen Nachschusschance nochmal für Weiser und hinten dann ein Foulspiel gegen die Mainzer. Aber was war das für eine klasse Gelegenheit für Füllkrug. Zentner mit großen Problemen und das, obwohl dieser Ball sogar relativ zentral auf den Keeper kam. Rein in die zweite Hälfte und da hatte sich Werder in den vergangenen Wochen ja enorm schwer getan. Und auch hier Ajorg stach der Ball im Tor und der Mainzer Jubel aber jäh unterbrochen. Denn Thomas Stein zeigte an, da war Anton Stach zu weit vorne. Und wir blicken nochmal drauf. Zunächst die Flanke von Cassie, dann Ajorg mit der Riesenchance. Pavlenka ganz stark und Stach aber eben aus Abseitsposition alles richtig gesehen. Der Treffer zählte nicht. Mainz drängte jetzt auf den Führungstreffer. Lee, Pavlenka dazwischen. Onisivo, Lee erneut und wieder Pavlenka. Ein ums andere Mal gefordert. Jerzy Pavlenka immer Herr der Lage in dieser Phase. Der Werder-Schlussmann. Hier zum ersten gegen Lee und dann eben nochmal gegen den Südkoreaner. Es war eindeutig kein Elfmeter. Die 85. Mainzer Angriffe immer intensiver und Werder hatte Probleme, die nun zu verteidigen. Ball kommt durch Ajorg und dann was passiert? Ludovic Ajorg mit dem 1:0 für Mainz 05. Nur 70 Sekunden später, aber Werder mit der perfekten Antwort. Flanke kommt und Stay mit dem 1:1. Drittes Saisontor für Jens Stay. Und ein enorm wichtiges. Wir sind in der dritten Minute der Nachspielzeit. Und Mainz wollte diesen Dreier unbedingt. Chor, Cassie, Flanke kommt, Lee. Pavlenka dazwischen und dann der eingewechselte Mason Viper mit dem 2:1. Mainz also wieder vorne. Aber es gab noch ein bisschen Zeit obendrauf. Und nochmal Werder mit dem direkt darauf folgenden Angriff. Und der hat's in sich. Niklas Füllkrug 2:2. Wie schon nach dem 1:1 kommt die direkte Reaktion darauf. Und man sieht es jedem an, auch ohne Werner. Was für ein Finale in dieser Partie. Ein Hammerfinale in dieser Begegnung. Und Emotionen pur in Mainz. Ja, schwierig zu erklären. Ne? Ich bin aber sehr froh, dass wir das noch geschafft haben. Ja, weil normalerweise... Ich weiß nicht, bei uns ist immer so oft das Gefühl, dass so Dinge passieren, die eigentlich nicht möglich sind. Und jetzt war wieder so eine... Ja, man muss schon sagen, dass es eine sehr verrückte Schlussphase war, ganz klar. Das erlebst du auch nicht alle Tage. Das Entscheidende und das Wichtige ist natürlich, dass die Mannschaft an sich geglaubt hat. Sie hat eine super Moral heute bewiesen, ist zweimal zurückgekommen. Das ist auch ein Stück weit dieses Vertrauen in sich eben auch zu haben. Sicherlich gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Aber unterm Strich sind wir natürlich froh, dass wir den Punkt heute mit nach Hause genommen haben oder mit nach Hause nehmen. Man muss aber auch sagen, wir haben gerade in der zweiten Halbzeit große Probleme gehabt, für Entlastung zu sorgen. Der Druck der Mainzer, der wurde extrem, extrem hoch. Sie haben jeden Ball wieder scharf gemacht, in die Box reingespielt. Es war nicht einfach hier, das wussten wir im Vorfeld. Es war wirklich das zu erwartende Spiel. Und ich denke, wir können auch mit dem Punkt heute auch ganz gut leben. Ja, es war natürlich so ein Wechselbad der Gefühle. Immer wieder Enttäuschung und dann aber auch große Freude. Ich glaube, dass uns die Chronologie der Tore so natürlich ein besseres Gefühl auf der Heimfahrt gibt und wir dadurch wieder ein bisschen mehr Energie für die nächsten Spiele haben. Das hätte uns schon wehgetan, wenn wir hier verloren hätten. Aber so ein Spiel in Mainz ist auch nie einfach. Dementsprechend ein hart erkämpftes 2:2. Trotzdem ja, geht einiges besser zu machen. Ja. Ja, sehr, sehr turbulente Schlussphase. Ich glaube, 85 Minuten haben beide Mannschaften gut verteidigt, nicht viel zugelassen. Dann ist es uns in der Schlussphase nicht mehr gelungen, den Ball vom Tor wegzuhalten, wirklich hinten rauszukommen, viele Flanken der Mainzer. Und dann sind die Situationen entstanden, auch durch das 0:1 dann am Ende des Tages, dass einfach sehr, sehr viele Spieler jeweils in den Strafräumen waren. Wir haben das zweimal für uns nutzen können. Mainz hat es zweimal für sich genutzt und so kam das Spiel zustande. Es war,
Ich glaube, noch einmal stärke Mentalität von der Mannschaft. Zurück zweimal im letzten 5 Minuten, glaube ich, und kommt zurück. Es war nicht die beste Spiel, aber wir kommen zurück und kriegt einen Punkt. Und das ist ja ganz okay. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt nach dem 1:0 und nach dem 2:1. Was ging dir da so durch den Kopf? Wie seid ihr wieder zurückgekommen ins Spiel? Ja, ist schwierig. Es ist schwierig nach ein Spättor. Aber ja, du weißt, manchmal kommt große Chancen nach einem Tor und dann musst du bereit sein. Und ich glaube, wir waren bereit und machten 2 Tore und das war gut. Wir mussten da einen Punkt haben. Bei dir war das ja noch ein bisschen krasser, weil du hast zum 1:1 getroffen und dann habt ihr direkt dann noch das 2:1 kassiert. Das muss ja für dich Wahnsinn gewesen sein. Ja, es war ein sehr hektisches Spiel. Von erster Minute, glaube ich, viele Duelle. Mainz ist eine starke Mannschaft und es war ein großer Fight. Und in die letzten 15 Minuten kommen alle Tore.